Grüß Gott und willkommen, liebe Freunde, bei Weitblick, wo wir heute nicht nur weit, sondern auch tief blicken wollen. Bis an den Grund der geheimnisvollen russischen Seele. Und unseren Blick dafür schärft der Bischof von Saratow, Clemens Pickel. Vielen Dank, dass Sie sich heute wieder Zeit für uns nehmen. Herr Bischof Pickel, Sie sind ja nicht in Russland groß geworden, wo Sie heute als Bischof arbeiten, sondern in Sachsen aufgewachsen. Das war noch DDR, 1961 sind Sie da geboren. Und wenn man da geboren ist, da hat man ja die russische Sprache und die russische Kultur ein bisschen auch ja, mitbekommen, schon im Kinder- und Jugendalter. Und bei vielen Menschen, wenn man mit ihnen spricht, die das auch durchlaufen haben, ist da so eine richtige Aversion gewachsen gegen alles Russische. Ich kenne Leute, die sagen, ich spreche nie wieder Russisch, seit ich aus der Schule draußen bin, wo wir das alles gemusst haben. Wie war das denn bei Ihnen? Mir tut es heute leid, dass ich nicht besser Russisch gelernt habe in der Schule. Ich habe mit 1 abgeschlossen, aber meine Praxis war gleich 0. Das heißt, ich hab keine Aversion gehabt gegen die russische Sprache oder gegen die russische Kultur. Aber es war doch ziemlich eng, der ganze Bereich, über den ich informiert war bzw. mich informieren konnte. Ich habe also die Sprache in der Schule gelernt, 6 Jahre lang. Und ich kann mich erinnern, irgendwann mal in meiner Klasse eine Wandzeitung gestaltet unter dem Thema eine Reise in die Sowjetunion. Aber damit hatte es sich auch so ziemlich. Was haben Sie denn da gewusst? Kannten Sie denn Russen persönlich? Ich kannte leider niemanden. Meine erste persönliche Bekanntschaft hat sich 1979 ergeben. Da kam eine Großmutter aus Russland, aber keine Russin, sondern eine Russlanddeutsche. Nicht mal aus Russland, aus Tadschikistan, also weit aus dem Süden von der afghanischen Grenze, nach Deutschland und hat ganz ernsthaft gefragt, den Heiligen Vater, gibt es den noch? Und das hat mich so sehr berührt, dass ich wahrscheinlich durch diesen Impuls irgendwann nach Russland gestolpert bin. Ja, gestolpert ist ja nicht ganz der richtige Ausdruck, denn Sie haben sich ja gezielt beworben. Sie wollten ja dahin gehen. Und zwar schon als ganz junger Priester, schon kurz nach Ihrer Priesterweihe, haben Sie den Antrag gestellt. Sie wollten in die Sowjetunion damals noch gehen. Da war ja der eiserne Vorhang noch da, die Mauer hat da gestanden. Und man hat da ja als Priester kein schönes Leben zu erwarten gehabt. Was hat Sie denn dahin gezogen? Angefangen mit dieser Großmutter hat sich eine ganze Kette von Menschen ergeben. Das heißt, als Student, noch als Seminarist, bin ich jeden Sommer in die Sowjetunion gereist, um kleine Bibeln hinzubringen und Kontakte zu halten, um zu sagen, den Heiligen Vater gibt es noch. Und das hat mir immer mehr gezeigt, überall gibt es Familien, also Großeltern, beziehungsweise meistens nur noch die Großmütter, Eltern und Kinder, die warten, dass wieder mal ein Pater vorbeikommt, also ein Priester vorbeikommt. Und das zum Teil seit 50, 60 Jahren. Und das hat mich dann dazu bewogen, als junger Kaplan im Bistum Dresden-Meißen zum Bischof zu gehen und zu bitten, dass er mich freistellt. Und ich wusste, wie man das machen kann, wie man sein Visum bekommt und so weiter. Und bin also als Seelsorger nach Russland gegangen. Da haben wir praktisch dieses Wort, die Seele. Aber ich denke, wir müssen uns sehr Mühe geben, dass wir nicht aneinander vorbeisprechen. Denn ich werde nicht sprechen wie ein Mentalitätsforscher. Ich kann Ihnen nichts sagen über die russische Seele. Ich bin freigestellt worden für die Seelsorge in Russland. Das heißt, für die Sorge um Menschen. Menschen haben eine Seele, nicht ein Land oder ein Staat. Aber man bekommt eben doch einen ganz besonderen Blick auch, denke ich, wenn man von außen in so ein Land kommt, mit den Menschen in Berührung kommt. Gerade wenn man, wie Sie, noch wenig Vorkenntnisse und Vorurteile ja damit auch mitbringt. Was hat Sie denn, als Sie dann angefangen haben, das war dann gleich nach der Wende, als es möglich wurde, was hat Sie da zunächst mal am meisten überrascht in der Begegnung mit den Menschen? Ich denke, es gab keine großen Überraschungen, sonst wäre ich da nicht hingegangen. Ich kannte die Vorgeschichte. Ich hatte Briefverbindung seit vielen Jahren. Ich bin, wie gesagt, jedes Jahr im Sommer zu Besuch dahin gefahren, für 2 Wochen ungefähr. Ein Bischof in Dresden, der schon verstorbene Bischof Schaffran, hat mir dabei geholfen. Das war nicht billig, so eine Reise zu machen. Aber ich habe praktisch schrittweise die Menschen kennengelernt durch Besuche. Natürlich muss man immer sagen, ein Besuch führt dich nicht tief rein in die Situation oder in die Mentalität vielleicht sogar.
Und als ich dann dahin kam, es war keine Überraschung, aber es war ein Schock, sagen wir mal so, dann habe ich doch angefangen, mich sehr einsam zu fühlen. Einsam, also in Richtung kindliches Heimweh, nach irgendwelchen Gepflogenheiten in der Heimat, nach Umgang mit Leuten. Aber möglicherweise tatsächlich auch als Deutscher unter Menschen einer anderen Mentalität. Und in dieser anderen Mentalität steckt ja wahrscheinlich dieses Geheimnis, was Sie suchen, wenn Sie nach der russischen Seele suchen. Was fällt einem denn da zunächst einmal oberflächlich auf? Man fühlt sich einsam in einer anderen Mentalität. Aber was sind das denn für Verhaltensweisen, erstmal ganz äußerlich betrachtet im normalen Umgang, die nicht so sind, wie man das von hier kennt? Also ich kann mich bis heute erinnern, mir ist sehr aufgefallen, dass die Leute auf den Straßen nie fröhlich waren. Also die Leute waren bedrückt, traurig, möglicherweise auch ängstlich. Also Fröhlichkeit auf der Straße zu zeigen, war was ganz Ungewöhnliches. Das ist ja schon mal sehr interessant, dass Sie das sagen. Denn bei uns beklagen sich ja viele Deutsche, die hier leben, dass angeblich wir alle so griesgrämig aussehen, wenn wir da uns in den Einkaufspassagen bewegen, wenn man Leuten in die Gesichter schaut. Aber man hört es sehr oft, dass Besucher aus anderen Ländern, nicht nur aus Russland, staunen, wie fröhlich die Deutschen sind und wie leicht und heiter die eigentlich leben. Es gibt hundertprozentig, es gibt hier eine Zufriedenheit, in der die Leute aufgewachsen sind, die sie möglicherweise gar nicht spüren und die sie in ihrem eigenen Gesicht nicht wiederfinden. Aber wenn sie eines Tages zu uns kommen würden, zu Besuch, und wenn das nur ein paar Tage sind, dann würden sie, denke ich, sehr dankbar in ihre Heimat zurückfahren, dankbar für das, was sie hier genießen, als selbstverständlich. Also wenn ein Russe, Leute in Deutschland auf der Straße sieht, dann sieht er doch diese Zufriedenheit, vielleicht nicht Fröhlichkeit unbedingt, aber eine leichtere Einstellung zur Zukunft, sagen, trotz aller Probleme, die es hier gibt, ich weiß. Wie ist es denn im Umgang der Menschen im Alltag miteinander? Auch da hört man ja manchmal, dass Besucher, wenn sie hier sind, sagen, das ist eher toll, wie freundlich die Menschen hier sind in den deutschsprachigen Ländern, wenn man in ein Geschäft geht zum Beispiel oder zu einer Behörde, wie man damit miteinander umgeht. Ist das in Russland anders? Das ist ein großes Problem. Also abgesehen von der Gastfreundschaft, die natürlich Leute erleben können, wenn sie privat irgendwo in eine Familie kommen, also in diesen internen Bereich. Abgesehen davon ist der Mensch in Russland nichts wert. Russland ist vielleicht jetzt nicht mehr das richtige Wort, sondern in der ehemaligen Sowjetunion. Jahrzehntelang wurden Menschen erzogen in einem Geist, der ihnen erklärt hat, du bist nichts. Die Gesellschaft, die Masse, die Partei und so weiter, das sind Werte. Aber der einzelne Mensch ist nichts wert. Das fängt an bei der großen Zahl von Abtreibungen bis zu den Altersheimen draußen vor der Stadt, da wo also der Kontakt zum Leben praktisch schon zu Lebzeiten abgeschnitten wird. Wie wirkt sich denn das aus, diese fortwirkende Haltung, die jetzt geprägt worden ist über mehrere Generationen, auch in dem erhofften Wiederaufstieg Russlands, jetzt wo die größere Freiheit da ist? Es ist ja ganz merkwürdig, man hat ja das Gefühl, dass über diesem Land eine Art tiefe Depression nach wie vor liegt, dass da irgendwie nichts vorwärts geht. Wenn man es mal im Gegensatz stellt zu China, die auch eine ähnliche Vergangenheit auch hinter sich haben, wo aber das ganze Volk am Arbeiten ist und Handel und Wandel blühen, ist das immer noch diese Last der Vergangenheit, die da wirkt? Also ich hoffe, Depression ist nicht das richtige Wort, denn dann wäre es wirklich tragisch in Richtung Zukunft. Aber es gibt und ich erlebe diese tägliche Passivität, die auch wieder aus vergangenen Jahrzehnten kommt. Aktivität, eigene Initiative war nicht gefragt, abgesehen von den Wissenschaftlern, die Raumschiffe entwickelt haben und so weiter. Aber dass jemand selber denkt im öffentlichen Leben, war nicht nur nicht gewünscht, sondern war gefährlich. Und das hat Generationen geprägt, sodass also heute Kinder von Eltern, die zu Sowjetzeiten groß geworden sind, niemanden haben, der den lernt, wie man aktiv am öffentlichen Leben teilnehmen könnte, beziehungsweise möglicherweise sogar zum Wohl der Mitbürger, also der Brüder und Schwestern. Nun haben wir, Bischof Pickel, über einige
mehr an der Oberfläche liegende Dinge gesprochen, die einem auffallen, wenn man so als Deutscher wie Sie nach Russland geht. Jetzt wollen wir mal noch etwas tiefer schauen. Wir haben ja diesen Begriff der russischen Seele, den man oft hört, als Titel unserer Sendung genommen. Und da habe ich gefunden von einem Schriftsteller, der vor allem mal drei Charakteristika herausarbeitet, die da angeblich dazugehören. Das eine, das Kreuz, die Gläubigkeit der Menschen, Religiosität. Das zweite, der Wodka. Und das dritte, eine gewisse Fähigkeit, auch im Leid Glück zu empfinden. Wenn wir dann mal einsteigen und mal beim Äußerlichsten beginnen, Wodka, man hört ja viel darüber, dass der Alkoholismus in Russland eine große Bedeutung hat, aber ich glaube, so richtige Vorstellungen, wie weit das geht, wie tief das geht, macht man sich hier nicht. Also ich möchte spontan sagen, mir tut der Schriftsteller leid, der so über die Seele spricht. Die Seele ist das Kostbarste, was ein Mensch hat. Und wenn ich sage, der Wodka gehört da rein, dann worüber kann ich dann noch sprechen? Ich weiß, der Wodka gehört zum Leben in Russland, leider. Und so selbstverständlich, dass also leider Schulkinder mit 12, 13 Jahren anfangen zu trinken und wer nicht trinkt, der ist kein Mann oder selbst Mädchen und so weiter. In den russischen Dörfern trinkt jeder zweite Mann und jede dritte Frau regelmäßig. Und das fängt irgendwo an. Und das ist scheinbar die Bewältigung möglicherweise auch des eigenen Lebens, der eigenen Geschichte und die Trostlosigkeit, die sich drin ausdrückt, Richtung Zukunft. Sie sprechen von Trostlosigkeit. Man denkt mir natürlich dran, Alkohol als Tröster. Und ein bisschen davon, von dieser Trostlosigkeit, spürt man ja auch, wenn man russische Musik hört. Sie werden ja viele unserer Zuschauer im Ohr haben, seien es Volksweisen oder auch liturgische Gesänge. Mich selber hat es sehr berührt, als ich in Russland war und das gehört habe. Und ich habe mich auch gefragt, was kommt da eigentlich zum Ausdruck in diesen getragenen Weisen? Mein Eindruck war, da wird also mit aller Macht angesungen gegen ein Meer von Leid, doch irgendeine Art von Hoffnung zu entwickeln. Wie empfinden Sie das? Also mein Eindruck ist natürlich subjektiv. Ich denke auch, die vielen Nöte in der Geschichte und in der Gegenwart tragen dazu bei, dass die Musik tatsächlich getragen melancholisch ist. Aber es könnte auch sein, denke ich mir, dass das weite Land diese ruhige Musik bewirkt. Also ich kann mich morgen Abend an die Wolga setzen und gucken, wie dieser breite Strom in Ruhe an mir vorbeifließt. Das hat nichts mit Tragik oder Melancholie zu tun, aber wenn ich ein Echo in mir suche, dann wird das nicht Rock'n'Roll sein. Es ist doch ganz anders als zum Beispiel, wenn man lateinamerikanische Musik hört. Es wurde ja jetzt berichtet über den Weltjugendtag zum Beispiel. Mhm. Und da ist den Reportern auch der Unterschied aufgefallen, wenn russische Jugendliche zusammen gesungen haben oder Jugendliche aus Brasilien. Das klingt natürlich ganz anders. Mhm. Und da mag das Klima eine Rolle spielen, wie Sie erwähnt haben, aber eben vielleicht auch die Geschichte. Und da sollten wir doch nochmal einen Blick darauf werfen, was denn die Bevölkerung in Russland und darüber hinaus im ganzen Gebiet der ehemaligen Sowjetunion durchgemacht hat, erlebt hat in den letzten, sagen wir mal, mindestens in den letzten drei Generationen. Das russische Volk hat viel gelitten, das ist die Wahrheit, besonders im 20. Jahrhundert, aber auch in Jahrhunderten vorher. Es ist sicher eine Mentalität, die gewachsen ist aus diesem knechtlichen Bewusstsein der Unterdrückung. Und wenn wir jetzt seit 15 Jahren in Freiheit leben in Russland, dann ist das im Vergleich zu den vorhergehenden Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten noch gar nichts. Also möglicherweise wird sich die Mentalität in Russland langsam wandeln und möglicherweise wird sich auch die bedrückte Seele der Menschen weiter öffnen und fröhlicher. Die Leute, die zum Beispiel zur Kirche kommen, sind ja Leute, die eben in der Kirche spüren, da ist was anders und gehen mit fröhlichem Gesicht nach Hause. Also völlig unterschieden von den anderen Leuten auf der Straße. Das, was Leute in der Kirche finden, ist ja nicht gleich eine tiefe Dogmatik, aber ein Angenommensein und eine Herzlichkeit, die dann auf den Gesichtern wiederzufinden ist.
Also man muss vielleicht trennen zwischen dem, was die eigentliche russische Seele, wenn es so etwas gibt, wir reden natürlich immer generalisierend, aber was so die eigentliche Seele ist und den Überlagerungen, die durch diese großen Leiterfahrungen der letzten Jahrhunderte sich irgendwie da festgesetzt haben. Könnte man sagen, dass diese getragene Musik, dass auch vielleicht der Alkohol ein Stück weit auch noch so eine Art Wundverband darstellt, unter dem erstmal das wieder heilen muss und heilen kann, was dann vielleicht in ganz neuer Form wieder in Erscheinung treten wird? Ich würde unterscheiden. Also die Musik ist sicher ein Ausdruck von dem, was drin ist in den Herzen. Aber der Alkohol ist ein Übel von außen, was kaputt macht, was drin ist in den Herzen. Also es sind Widersprüche, Alkohol und Musik. Auch wenn beides irgendwie für unsere deutschen Augen, wir sind ja doch entfernt von dem allen und sprechen über etwas, in dem wir nicht selber stehen. Was für uns scheinbar irgendwie sehr, sehr dicht nebeneinander liegt, es kann sein, dass das völlig verschiedene Sachen sind. Ne? Also Zerstörung von außen und Bewegung und Leben von innen. Was sollte man denn tun aus Ihrer Sicht, um zu helfen, soweit man das überhaupt kann? Von außen ist es ja schon besonders schwer, um zu helfen, damit diese Lähmung überwunden wird, die man ja doch mit dem Blick von außen feststellen kann, wenn man auf Russland schaut, damit diese traumatisierte Gesellschaft wieder zu sich findet und diese Traumen wieder überwindet. Ich bin nach Russland gegangen, um zu helfen, als Seelsorger. Das heißt, ich wollte praktisch da sein als Mensch, nicht als großer Macher. Ich bin nicht hingekommen, um ein ganzes Land zu ernähren oder mich politisch zu betätigen, sondern als Priester, der da ist, der mit den Leuten lebt. Und ich denke und hoffe weiter, dass ich dadurch möglicherweise hier und da was helfen kann. Muss aber gleichzeitig sagen, denn ich spüre, wir denken sehr, sehr eingleisig hier in unserem Gespräch. Ich muss gleichzeitig dazu sagen, ich bin hingegangen zum Helfen. Aber das, was mir in Russland geholfen wurde, von diesen armen und zum großen Teil wirklich traurigen Menschen ohne Perspektive, das, was mir geholfen wurde, ist viel mehr als das bisschen, was ich da helfen kann. Darauf wollen wir gerade noch mal ein bisschen mehr eingehen. Wenn nun dieses Trauma überwunden ist, wir haben ja über einige negative Aspekte gesprochen, die man heute wahrnehmen kann in der russischen Gesellschaft, dass der Gesichtsausdruck eher nicht fröhlich ist, dass der Umgang im Alltag vielleicht ruppig ist und so weiter. Aber Sie erleben ja nun die Bevölkerung ganz nah. Sie gehen ja wirklich zu den Menschen, gehen in die Familien hinein, zu den Armen und ganz Armen und auch zu denen, die ein bisschen mehr haben. Was kommt denn da jenseits dieser aus Traumata kommenden Fehlhaltungen, was kommt denn da zum Ausdruck an Positivem, an Schätzen, die in dieser russischen Bevölkerung liegen? Wahrscheinlich das, was der Dichter, von dem Sie gesprochen haben, was der in seinem dritten Punkt gemeint hat. Also der Umgang mit dem Leid ist nicht nur ein passiver Umgang. Ne? Wir müssen es erleiden, sondern es gibt ein würdiges Tragen des Kreuzes. Es gibt Menschen, die sehr arm sind und trotzdem sich mit aller Kraft mühen, ein gutes Beispiel zu geben, ihren eigenen Kindern oder sogar noch darüber hinaus. Besonders in den kleinen Gemeinden, die ich kenne, kenne ich überall Leute, die ein so lebendiges, schönes Zeugnis geben für ihren Glauben, der sie nicht zum Reichtum zieht, sondern zum Himmel. Das hat mir selber als Priester viel geholfen. Ich, ohne zu übertreiben, kann und muss ich sagen, ich denke, ich bin Priester geworden ungefähr 3 Jahre nach meiner Priesterweihe, das heißt schon in Russland. Fällt Ihnen da das eine oder andere Beispiel ein von jemandem, der so tapfer seinen Glauben bekennt? Das deutlichste Beispiel, das ich jedes Jahr oder jede Woche erlebe, sind junge Ordensschwestern aus Russland. Das heißt zum Teil Schwestern zwischen 20 und 40 Jahren, die aus russlanddeutschen Familien stammen und die also in der Zeit der Verfolgung geheim zu Hause den Glauben weitergetragen haben.
Die Eltern und Geschwister sind ausgewandert nach Deutschland, aber die jungen Ordensschwestern haben gesagt, wir werden hier gebraucht und sind geblieben. Große Familien mit 8, 9, 10 Kindern sind nach Deutschland gegangen und die eine Tochter hat gesagt, ich bleibe. Im Alter von, das extremste Beispiel, was ich kenne, im Alter von 15 Jahren. Also die war noch nicht Ordensschwester, aber die hat gespürt, ich habe eine Berufung. Und wenn ich nach Deutschland gehe und in eine ganz andere Welt komme, dann werde ich vielleicht diesen kleinen Keim verlieren. Und da hat die mit 15 Jahren gesagt, Vati, Mutti, ich will bleiben. Und die Eltern haben eingewilligt nach langem Zögern und Zweifeln. Nun hat der zitierte Dichter ja auch die Religiosität als ein Charakteristikum der Russen bezeichnet. Man ist ja geneigt, das zu glauben, wenn man im Fernsehen mal einen Bericht sieht oder mal da war über die russischen Kirchen und diese herrlichen Gesänge, insbesondere in der russisch-orthodoxen Kirche, der ja das Gros der Russen angehört. Man ist geneigt, das zu glauben, die müssen eigentlich alle religiös sein, aber man liest dann auch, dass kaum jemand in die Kirche geht. Wie ist denn das tatsächlich? Die Geschichte Russlands ist natürlich religiös geprägt, sehr. Und das kirchliche Leben hat über Jahrhunderte eine Rolle gespielt, so wie hier in Westeuropa. Also ohne Kirche würden hier die Leute heute noch im Wald leben und dort. Die Kirche hat die Kultur gebracht und Menschen geformt. Aber wenn Sie sagen, die vielen Kirchen und so weiter, dann antworte ich mit dem Gegenbeispiel. Unsere Jugendlichen, die zum ersten Mal hier nach Deutschland kamen und in Norddeutschland mit dem Bus unterwegs waren, die haben mir dann staunend erzählt, in jedem Dorf eine Kirche. Also überall guckt ein Kirchturm noch raus, aber dass da niemand drin ist, das haben die nicht gesehen. Und genauso könnte es ja sein, dass Sie auf Russland schauen, ne? Überall die schönen Kuppeln und so weiter. Aber wichtig ist ja, reinzuschauen. Und besser wäre es noch, ganz reinzuschauen in die Seelen der Menschen. Und dass dort vieles kaputt ist, ist die Wahrheit, die wir bekennen müssen, denke ich, im Westen wie im Osten. Nun könnte man ja denken, gerade wenn da so vieles kaputt ist und ja auch äußerlich vieles im Argen, mit der Wirtschaft geht es ja nicht richtig voran, dass da die Menschen die Kirche wieder entdecken. Die Freiheit ist ja jetzt da, man kann ja wieder hingehen. Haben denn die Kirchen da eine Chance? Und wenn ja, nutzen sie denn diese Chance? Also ich erlebe, das Sprichwort Not lehrt beten funktioniert nicht so einfach. Die geistige Not, die die Menschen erlebt haben Anfang der 90er Jahre, als einer nach dem anderen verstanden hat, dass alles, was die uns erzählt haben von dem Lenin und dem Marx, das ist nicht das Dogma für die Ewigkeit. Da haben die Leute gesucht und gefragt. Da waren die Gruppen, also ganze Gruppen täglich, die neu kamen zur Kirche und gebeten haben, lernen Sie uns glauben. Da waren die Gruppen groß. Inzwischen, also 15 Jahre später, 10, 15 Jahre später, hat sich das gewandelt. Es sind nur noch einzelne Leute, die kommen und suchen. Ich meine, egal in welcher Kirche. Nun haben Sie gesagt, die Menschen, die aber zur Kirche kommen, und ganz wenige sind es ja nicht, wie man in Ihren Berichten, auch auf Ihrer Homepage zum Beispiel, lesen kann, die werden da doch irgendwie verwandelt. Die kommen da mit glücklicheren Gesichtern heraus. Die finden da etwas. Was kann denn die Kirche, jetzt gehen wir gerade mal zu der doch relativ kleinen katholischen Kirche im Land, was kann die denn tun, um den Menschen jetzt zu helfen, um sie weiterzubringen? Ich denke, wie ich fast schon gesagt habe, dass das Wichtigste ist, bei den Leuten zu sein und zu helfen, wieder Mensch zu werden. Wenn ich natürlich sage Mensch werden, dann meine ich Geschöpf Gottes. Gott hat den Menschen geschaffen. Und wenn ich möchte, dass der Mensch Mensch wird, dann muss er erkennen, woher er kommt. Also meine Aufgabe und die Aufgabe der Kirche in Russland ist, denke ich, den Leuten diesen Faden wieder zu zeigen bzw. zu knüpfen. Wie übersetzen Sie denn das in den Alltag hinein? Sie werden ja nicht zu den Leuten gehen und sagen, du musst wieder Mensch werden, sondern das konkret machen an einzelnen Punkten. Ich bin sehr viel unterwegs im Bistum. Das heißt, über die Hälfte meiner Zeit bin ich nicht in der Stadt, in der ich Bischof bin. Und ich bin unterwegs in Gemeinden. Ich versuche tatsächlich, Leute zu besuchen, auch um selber Mensch zu bleiben. Und versuche dann zuzuhören, wie es geht. Also sowas fehlt in Russland. Es gibt kaum Leute, die zuhören können. In Deutschland möglicherweise auch, aber ich lebe seit 15 Jahren da drüben und kann immer weniger sagen über das Leben hier bei Ihnen. Ich bin dort und werde dort
hoffentlich sterben irgendwann. Ich danke Gott, dass er mich dahin genommen hat und versuche praktisch, was ich kann. Also Mensch zu sein, unter Menschen, denen ich helfen möchte, zu spüren, dass du Mensch bist, ist ein großes Glück. Sie haben gesagt, dass Sie selber auch viel gewinnen, dass Sie da viel zurückbekommen von den Menschen dort. Wie hat Sie denn diese Begegnung mit der russischen Seele, die ja jetzt schon sehr lange geht, über anderthalb Jahrzehnte, wie hat Sie das verändert? Ich denke, ich hab mich tatsächlich sehr geändert. Wenn ich eines Tages oder heute nach Deutschland zurückkommen müsste und wieder eine Pfarrei übernehmen würde, dann würde ich mich sehr schwer tun. Nicht nur, weil sich in Deutschland innerhalb der letzten 15 Jahre so vieles geändert hat, sondern weil ich in Russland mit anderen Methoden arbeite. Tatsächlich spüre ich, dass es in Russland jedenfalls vorläufig keinen Sinn hat, einzuladen, anzubieten und so weiter, so wie das die Kirche praktisch hier macht. Wenn ich jemanden führen will in die Freiheit, dann muss ich ihn an die Hand nehmen. Und das heißt manchmal sogar ziemlich fest an die Hand nehmen. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Natürlich riskiere ich, dass ich missverstanden werde. Wenn ich am Sonntag in den Vermeldungen sage, am Donnerstag ist Fronleichnam und es wäre doch schön, wenn er könnt, wenn er zur Kirche kommt, dann kommt kein Mensch. Aber wenn ich sage, Donnerstag ist Fronleichnam und wer katholisch ist, der ist da, dann ist die Kirche voll. Also Sie spüren, in Deutschland geht es so nicht. Aber in Russland ist das der Weg der Katechese. Ich möchte nicht die Leute zwingen oder anstellen zu irgendwas. Aber wenn ich sie heute nicht fest an die Hand nehme, dann werden sie morgen irgendwo landen, wo sie eigentlich nicht hin wollten. Ganz so wird man das in Deutschland nicht machen können. Aber ich denke, mancher Seelsorger jetzt vielleicht auch, der uns zuschaut, wird doch auch einen Impuls für die eigene Arbeit daraus mitnehmen. Herr Bischof Fickel, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und alles Gute wieder für Ihre Rückreise nach Russland in Ihr riesiges Territorium, Diözese viermal so groß wie Deutschland. Ganz herzlichen Dank. Ihnen, liebe Zuschauer, danke, dass Sie dabei geblieben sind und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind, wenn es heißt Weitblick, die Welt von innen. Weitere Informationen, wie Sie notleidenden und verfolgten Menschen helfen können, erhalten Sie unter folgenden Telefonnummern.